hören können? Okay, also, Dark Chronicles ist ein Spiel, was für PlayStation 2 rausgekommen ist. Klasse, dass ich das direkt für meinen Stream benutzen kann. Ich dachte, da müsste ich den Endboss. Jo, warum ich den nicht spiele? Monsters are in my father's room! Father! Die ihrem toten Vater findet. Dear Mother, how are you? I'm doing fine. So much has happened that I don't know where to start.
Well, I guess it's easiest to start at the beginning. It all began that night. Right, that night of the storm. But take a look at this. Ha ha, ta-da! Check this out. I got a ticket for Flotsam Circus Troupe. Oh, good for you. Your dad's not gonna try to stop you? He said I could go. Well, you'd better finish your work quick then, huh? Right. Hey, Max, what's that you got there? What's this? Father gave it to me yesterday. Always wear it, he said. It's pretty old. I don't know what it is. Hmm. Well, can I get started? Oh, yeah. Go ahead. Gable's vacuum is set up below. Go to it, lad. Leave it to me. Okay, here we go. Ah, this is the Anbar Type 2 here. This is a pretty specialized hose attachment. Oh, I see the problem. Ich glaube, ich habe über 70 Spielstunden gebraucht. Well, is everybody ready? Let's have a stupendous show tonight! Let's make this a night of wonder! All right, all. Let's get to work! It's about to start. Oh, why the heck didn't it go off? Huh? He's gone? Naja, normalerweise schläft man nicht bei der Arbeit, Max. Wir wohnen in einer Kleinstadt, die jedoch abgeschnitten von der Außenwelt sehr isoliert ist. Und ja. Die Wohnung halt nicht mit dem in der Außenwelt.
You'll need a ticket to go in. Here you go. Hey! My ticket! Oh, I can't believe it! Of all the... Did you see a little red-headed kid come this way? Nope. You see anything? He headed towards City Hall. Did you see a red-haired boy run by? Oh, yes. Just now. I'm certain I saw him heading that way. Sorry, but I have to go to City Hall. Hey, did you see a red-haired boy? Me? No, sorry. I see. Huh? Ticket. I'm sorry. I just wanted to see the circus. Just once. You really want to see the circus, huh? I'm sorry. I promise I'll never do it again. All right. Here you go. Huh? Come on, it's yours. Really? Yep. I'll go see it next time. Wow, thanks. Really? You'd better go now. It's about to start. Okay, see ya. What? You passed. You might be able to do it. Hurry, the first door is waiting for you. What is going on? Tja, was geht da vor? Here it is. Hurry up, it's starting. Yep. Hey, this is no good. I can't see anything. Wow!
Folge. Certainly looking well. Well, if it isn't my favorite roasted chestnuts! You thought of everything. Huh? What's this about? Oh, this is good. Indeed, this town's chestnuts are the best! Well, not yet. You see... Now, Mayor, are you really trying hard enough? You know what happens if you don't find the stone, don't you? Wait, wait, please, I'm trying my best to find it. Please, I need more time. Ah, well, what can you do? But remember, this chance is your last! Are you sure that the stone is in this town? Oh, I can smell it. I can smell it! The stone is in this town! Absolutely! But we've turned the mine inside out looking for it. We couldn't find a trace. Oh, sweet Mayor, we've been through this. I've told you before. I don't tolerate excuses! Ah, but the people in this town really are living a sweet life, eh? Not knowing anything of the outside world, they're lost in their carefree lives. With such a pack of ninnies, no wonder they can't find a single stone. You can't tell anyone about the outside. There'd be a panic. Then no one would be able to look for your stone. Oh, I know, Mayor Pool. We'll keep it our little secret. Max, run, hurry! Wake up, fools! Did you see it? The red stone around that boy's neck! We found it at last! Well, what are you waiting for? Get him! Zirkus. Thank you.
klar, macht man sowas. This will have to do. Nicht übertreiben. Shall we begin then? Boy, hand it over now, and I'll let you leave here alive. Pendant? You want this? Don't do it! Huh? Hat er jetzt schon Hallos? Well, what's it gonna be? You can't give it to him. It's too important. Hand it over! Now! No, I won't. Well, if it's going to be that way, then die! Oh, nowhere to run now, boy! You idiot! He's behind you! Quickly, after him! Max! This way! I was
was so scared then. But in a way, it was really fun. I mean, every boring day had been just the same for me. But this was the beginning of a real adventure. I'll take my chances. Racing time. Rewriting the book. For all to see. On my own, I can ride the winds of change. To heal a broken time. A broken world. In the dark, a candle is the sun. To light our way back home. It's a dream, it's a hope. You okay? Yeah. You saved me, Donnie. Hey, don't mention it. What happened out there? Who are those guys? Flotsam Circus Troop. Why are they after you? I think I heard something I wasn't supposed to. I didn't understand exactly what was going on. But I needed to get out of there. Yeah. Donnie, what is this place? It's the underground water channel supplying the town. Really? You could also call it my secret base. Oh, I never knew this place existed. Not too bad, huh? Those clowns will never find you here. Just relax. Yeah. Speicherpunkt. Auf Steckplatz 1 habe ich meine privaten Speicherstände. Ich werde mal den Steckplatz 2 benutzen. Ich spiele das übrigens bei PlayStation 4. Klar, also. Deswegen. Nicht wundern. Ich glaube noch bis 29. So what are you gonna do? Oh,
underground water channel. So this goes outside of the town, right? Hmm? Yeah, I guess. Exactly. Hey, Max, what are you cooking up? Something's going on in the outside world. What? That Flotsam guy is threatening the mayor. What? Why? I'm not sure myself. But Flotsam said it. The whole town's living a carefree life, not knowing what's going on outside. What does that mean? Don't know. But after Blackstone Railroad went out of service, no one's left town. And it's not that they don't leave. They can't leave. The reason why the mayor doesn't open the gate must be so that people don't see the outside world. Yeah, I guess you're right. I'm going. Huh? Going? Where? You're not thinking of... Uh-huh. I'm leaving this town. Oh, hold on there. Seriously? But there's all kinds of weird creatures in the channel. I'll be fine. I usually use this to fix things, but it makes a pretty good weapon, too. No use trying to stop you now. Hold on a sec. Voila! This is... my baby. But you'll need him more. It gets a little rowdy around here, so this guy'll come in handy. Wow, really? It's okay? Take it already! Thank you, Donnie. And with this one, we can keep in touch while you're in the channel. If you get lost, just give me a buzz. Gotcha. Watch yourself, Max. Yep. Donnie, I need you to keep an eye out for those guys here. No problem. Whatever you say. Huh? Hey, why do I have to stand watch? Max? Sorry, Donnie, but I want to see the outside world with my own eyes. Chapter 1, To the Outside World. It's like a maze. Could get lost pretty easy here. Okay, then you need to get the floor map. It should be in one of the treasure chests on that floor. The floor map will show you where you are on a particular floor. If you don't want the map in the way... Alright, in order to get to the next floor, you need the gate key. I think the one in the channel's called the key. If you use the gate key on the exit for that floor, just keep doing that and you can get to... Roger, Donnie. I'll give it a try. Bestimmte Bedingungen dafür, später,
takes care of you guys. I pressed on, deeper into the underground channel. I had said I want to see the outside world to Donnie, but there was a second reason why I wanted to go there. Your flounder, sir. Bon appétit. Max, where are your manners? Eat your dinner. Father, I'd like to ask you something. Yes? What is it? About Mother. Where is she? Ja, das große Geheimnis der Mutter wird auch noch im Laufe des Spiels gelüftet. I'm sure I told you this already. Your mother is doing important work far away from here. But what's the name of the town, and what job is she doing there? It's nothing for you to worry about. Eat your dinner. This is just how you always are. You don't tell me anything. Young sir! Would you like me to go after him, sir? Leave him be. Ja, ja, unser Vater, Geralt. So, direkt mal wieder speichern. Thank you.
ganz kurz in Mikrofonpegel anpassen. Test. So. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist, ob ich besser hören kann oder nicht. Ich habe jetzt meinen Mikrofonpegel sehr hoch gedreht. So, und push. Abgeben. Ja. Und ein Schlüssel, sehr schön. Damit haben wir schon mal den Schlüssel für den verschlossenen Raum. Ist hier überhaupt? Achso, da oben. Oh, ich glaube, da war gar nichts drin. Hier, die Fragezeichen sind immer so Heilquellen. Die brauche ich kein Brot oder so verschwenden. Roten Punkte über den Monstern sind Wutanzeigepunkte. Das heißt, die greifen erst wirklich an, wenn man die Wutanzeigepunkte runter hat. Und ich muss wieder einen Schuss auf den Pulver bekommen. Oh, und was sehe ich da? Wir können unseren Schlüssel hochstufen. Zu einem echten Kampfschlüssel. Sehr schön. Und als nächstes muss ich dann zerschlagen. Zerschlagen habe ich leider noch keinen Kristall. Da hebe ich mir mal die Pünktchen auf. Hier muss ich bloß den Angriff. Da hebe ich mir dann auch die Punkte erstmal noch auf. So, jetzt muss ich... Oh Gott, da hinten in dem Raum, da ist ja richtig viel los. Da hocken vier Monster ziemlich dicht beisammen. Da benutze ich bestimmt dann eher meine Schusswaffe, mein klassisches Gewehr. Es gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Die Dinger verschwinden nach einer kurzen Zeit, das heißt, man muss die Kügelchen auch relativ zeitnah aufsammeln, damit man die Erfahrung nicht verloren geht. Okay, das hat es noch nicht gebracht. Alles verdeppern. So. Takes care of you guys. Alle Monster besiegt. Oh, heiliger Kristall. So. Da ist noch eine Kiste. Was habe ich nie übersehen? Unbekannte Knochen. Ja gut, da oben in dem Raum war nichts dazu. Gut, dass wir da nicht hin sind. Haben wir uns nicht gespart.
So. Da-da. Wieder mal speichern. Geist im Kanal. The underground channel ran on ahead in front. Das heißt, wenn ich mit meinem Schlüssel kille, könnte ich schon meine erste Ordnung abstauben. I don't remember your face now, Mother. Even though I must have seen it so often when I was small. Don, you look done. Max. Ah, Max, hörst du mich? Max. How's it going? Made any progress? Ah, wie läuft's? Machst du Fortschritte? Yeah, looks like I made it to the next floor. Ja, ich hab die nächste Ebene erreicht. The further in you go, the stronger the monsters are. Je weiter du kommst, desto stärker werden die Monster. Pass gut auf. I will. Mach ich. To defeat the stronger monsters, you'll need unsere stärkeren Monster zu besiegen, musst du deine Waffe stärken. If you don't take care of your weapons, you'll ja, haben wir ja schon gemacht, ne? If you wanna know more about combat, give me a buzz. I'll help you out whenever you want. Select help from the main menu and choose what you want to know about. You're a great fighter, so you'll pick up on it in no time. Yeah, I'll do my best. Okay, be careful. Ja, im Prinzip ist es noch ein bisschen Tutorial, aber ich bin ja quasi schon eine alte Hase und weiß deswegen, worauf ich zu achten habe. Drei Schuss und der Baron ist kaputt. Das finde ich gut. Das hier ist auch ganz nice. Allerdings nur, wenn sie auf Engel landet. Yay! Meine Waffenpunkte wurden wieder aufgefüllt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So. Ah ja, mit R1 können wir in den Verteidigungsmodus gehen, also uns schützen, so. Macht sich ganz gut, wenn Gegner auf uns Feuerbälle schießen oder uns angreifen. Ob wir dabei Schaden nehmen oder nicht, hängt von unseren Abwehrpunkten, die wir hier neben Maximilian Slam hinter dem Schild sehen. Also im Moment haben wir eine Abwehr von 4, was für den Anfang des Spiels natürlich nicht viel ist. Wie wir das steigern, werden wir später noch erfahren. So, hier nehme ich mal ganz gerne Rot. Okay, das gab Blitzkugeln, das finde ich gut. Also am Anfang kann man gar nicht. Oh, Schussreparatur, yeah! Ole, ole. Geld sparen tut nicht weh. So. Immer schön die Punkte sammeln. Sehr gutes Timing gerade. Ich bin da sonst nicht so gut drin. Diese
diese Schildkröten und mich übelst schaden. So, diese Viecher erledige ich mal am besten aus der Ferne mit der Schusswaffe. Ja. Pulver. Ja. Aber die Hälfte des Dungeons oder mehr als die Hälfte des Dungeons schon mal erforscht. Wobei ich nehme an, dass sich oben noch Gegner in dem Bereich befinden. Da muss ich aber erstmal einen Kristall finden, dass der mir das anzeigt. Jo, der ist auch Geschichte. Oh, noch nicht. Da hinten sieht die Schildkröte. Und der Kristall, sehr schön. Okay, da oben. Ich mache erstmal den Gegner da oben. Dann habe ich den kürzeren Weg vom Ausgang. Schade. So, was ist das? So, jetzt habe ich da noch 4 Gegner und 3 Kisten, wenn ich das richtig sehe. Schildkröten gehen ja noch. Später werden die richtig lässig. So, die Ballons macht man mit Schüssen. Hier haben wir Kupfer. Hier haben wir Metallstücke. Oh, ein Schuss hat schon erreicht, super. Und hier haben wir Tierhaut. Jo, das waren alle Gegner. Alright, that takes care of you guys. Schön. Jetzt geht's in die nächste Ebene. Speichern. Huch. Das habt ihr mal nicht gesehen. Hätte fast mein aktuellen Spielstand überschrieben. Aus Gewohnheit. Oh, Pumpenraum. Jetzt wird's lustig. Jetzt geht's lustig los. What's all this? Donnie, I've come into a big chamber. There are what look like tanks everywhere. Ah, that'll be the pump room. The pumps in there are used to draw water from the lake on the outside. You're not far from the outside now. Gotcha. Thanks, Donnie. I gotta keep going. Kommt
der denn hier runter? Ja, können natürlich fliegen. Flotsam! And how are we today, Max? I'm quite proud of you for coming all this way through the sewers, you know. By the way, Max, I took the liberty of doing a little research on you. For someone like you, living in a big house with no wants or needs, don't you think it would be a waste if you threw your life away fighting us? And how sad indeed would your dear sweet mother be? What? What do you know about my mother? What if I did know something? If you want to know more, give me that red stone. I've got plenty to tell you. Well, No, no way. I'll find my mother myself. I don't need help from anyone like you. Genau, Max, zeig sie ihm. Ah, you stinking brat! You will regret this, I guarantee. Take care of them, my darling Linda. Gegen Linda brauchen wir es eigentlich gar nicht zu versuchen, weil wir werden hier nicht weiterkommen. Ihr seht, kein Effekt, kein Effekt, kein Effekt, kein Effekt. Und nachdem wir eine gewisse Menge Schaden kassiert haben, wird dann eine 50-Fans eingeleitet. Hat keinen Sinn. Gewinne ich nie. Now then, Max. What will it be? What? Max, you all right? It's me. Cedric! Cedric, you finally completed the ride pod. Ah, du hast den Repod fertig gebaut. Yep, I named it Steve. Yep, ich nenne es Steve. Plugs, but it's got plenty of punch. Einiges verbessern, aber er ist ziemlich stark. Well, did you learn your lesson or what? Und hast jetzt deine Lektion gelernt? That's amazing, Cedric. Unglaublich, Cedric. My sweet Linda couldn't compete with this one. Meine süße Linda hat einfach keine Chance. Ja, kannst du auch mal sein, klar. Wir fanden mit Hannah bemalt und Piercing vorhin hier. Come back for more, huh? Oh Mann, der Typ ist hartnäckig. Ich hab wohl noch nicht genug, was? Take that. Nimm das! Huh? What oh, the? Was? So? What's wrong? Was los? Actually, I didn't finish that energy back yet. Ah, mein Akku, bin ich noch nicht fertig. I don't think she can handle any more fighting. Ah, ich glaube, sie hat für heute genug gekämpft. Hop in, Max. Sie? Aber Steven ist doch ein Männchenname. Steig auf, Max. But it can't move. Aufsteigen, aber das Ding bewegt sich doch nicht. Don't you worry about that. Keine Sorge. Wir haben gerade genug, um nach Hause zu schaffen. Come on, get in. Los, steig auf. Running away, eh? Die laufen wohl davon, was? Linda! Linda, schnapp sie! Adios! Adios, amigo. Oh my, they've run off! Oh, sie sind abgehauen, Spielverderber. Keine Sorge, wir kommen wieder. Thank you.
Morning, Sonny. Sleep well. Morgen, Kleiner. Gut geschlafen? Yeah. Ja. Tell me, Cedric. Sag mal, Cedric, warum wollte diese Zirkusnummer unbedingt meinen Anhänger? Who knows, kid? Wer weiß, aber wenn das stimmt, was du im Zirkus gehört hast, weiß Bürgermeister Need mehr. Sprich mit Need, vielleicht verrät er etwas. Pass nur auf, dass sie den Anhänger auf keinen Fall in die Finger bekriegen. Ich weiß, ich werde ihn nicht hergeben. Alrighty then. Also gut, aber wir haben noch ein Problem. Wir müssen das hier zum Ende bringen und diesen Elefanten eine Lektion erteilen. All you need is an energy pack, right? Du brauchst nur noch einen Akku, stimmt's? Yep. Yep. Well, Cedric, how about letting me handle that? Na, Cedric, was hältst du davon, wenn ich mich darum kümmere? You telling me that you willst dich um den Akku für Steve kümmern? Machen? Yeah, I wanna give it a ja, try. Ich will's mal versuchen. Alrighty then. Na gut. The job's yours. Du hast den Job. Alright. Also gut. You know, inventing stuff is pretty tough work. Weißt du, I'll show you das Erfinden ist so nicht einfach. Pass gut auf. Ich zeig dir, wie es geht. Okay. Okay. Inventing something involves taking several ideas and combining them together to create something new. Beim Erfinden nimmt man mehrere Ideen und kombiniert sie zu etwas Neuem. And ideas are, well, Ideen sind Bausteine für Erfindungen. Wenn du Ideen in einem Kopf kombinierst, kannst du ganz neue Sachen erfinden. Now here's some hints on making an energy pack. Ich gebe dir jetzt ein paar Tipps für Steves Akku. A milk can, eine Milchkanne, pipes, Rohre and a belt. Und ein Gürtel. Now this is where things get tricky, see? Und jetzt wird's kompliziert. Next, you gotta do some collecting. Du musst jetzt Sachen einsammeln. Nimm diese Kamera, damit nimmst du Dinge auf. First, press the square button to ready the drück zunächst Viereck, um die Kamera einzuschalten. Then you can capture whatever jetzt you see kannst in du alles aufnehmen, was du use im Bildsucher siehst. Mit dem linken Analogstick bestimmst du die Richtung. And to take a picture, just press um the square button again. Um ein Bild pretty simple, huh? aufzunehmen, drückst du Viereck. Und ganz einfach, nicht? Yeah, du hast die Kamera. Rüste sie im Gegenstandsmenü aus und benutze Viereck. In Verließen kannst du die Kamera nur als aktives Ausrüstungsgegenstand verwenden. Insider Knüller Notizbuch erhalten. Now you better go take some pictures. You need to look for a milk mach jetzt ein paar Bilder. And a belt. Wir brauchen eine Milchkanne, Rohre und einen Gürtel. You should be able to find them all within a couple hundred feet. All das müsste im näheren Umkreis zu finden sein. Bereit, Max? Ab jetzt übernimmst du. Go get 'em. Los, hol sie dir. Ja, das ist eins der Dinge in dem Spiel, die einfach mal wahnsinnig geil sind. Das Erfinden und Bauen von Sachen. So, ausrüsten. Ich habe eigentlich immer bei Max die Kamera drin. So, wir fangen mal an. Hier haben wir ein Fass, eine Karre, Staubsaugerbeutel, Holzkiste. Okay, das Bett nimmt er nicht. Vielleicht muss man bei manchen Sachen erst ein gewisses Fotolevel erreichen. Sehr lustig. Konstrukteur, auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Staubsauger. Thank you.
Also Uhr gibt's sehr viele. Treppe. Mini-Hammer. Ventilator. Trompete. Alter Roboter. Gewichtsanzeige? What the fuck? Okay, das war mir neu, dass ich mein das hier schon kriegt. Ach so. Jetzt sind die Bilder voll. Hehe. So, wieder freimachen. Fernglas. Lesegerät. Staubsaugerbeutel hatten wir schon. Mal gucken, hatten wir hier sonst noch was Interessantes? Kasse. So, dann gehen wir mal vor die Tür. Sonnenschutz. Rohre. Cedrics Ladenschild. Ladenschild. Ollys Bäckereischild, Milchkannen. Direkt mal eine Fotosession hier abhalten. Brot. Das nicht. Dosen. Ofen, sehr schön. Blume. Okay. Automat, Weizenmehl, Bild, Buch, Plattenspieler, wo haben wir schon? Stuhl, sehr schön. Kühlschrank. Ach, 30 Fotos voll. So. Kronleuchter. Gut, das müsste, glaube ich, erstmal in dem Laden auch alles gewesen sein.
Briefkasten. Waffenladenschild. Schaufenster. Goldlager. Lampe. Schild. Waffe. Guck mal, da sieht man Linda mit ihr auf dem Foto. Cool, ist mir sonst noch nie aufgefallen. Hier unten haben wir auch ein Goldlager. Also wir haben hier im Waffenladen zweimal Goldlager und einmal eiserne Jungfrau. Mit den Kisten kann man nichts machen. So, kurz aktualisieren. Fluss, Gully, Bank, Sonnenschirm, Baum. Sehr schön. Straßenlaterne. Pfosten. Pfosten ist auch wichtig, wichtig, Leute. Kann man gar nicht genug fahren. Ah ja, den brauchen wir auch noch. Gürtel. Polizei. Schild. So. Einmal reingehen. Gebüsch. Fenster, sehr schön. Fenster sind auch wichtig für die eine oder andere Erfindung. Pfosten, okay. Tonne. Ah, hier ist auch noch einiges. Springbrunnen. Kaffeeschild. Schild. Flasche, Balkon.
Trompete, Klavier. Licht. Sehr schön. Und jetzt Fotos gleich wieder löschen. Mal gucken. Gab's hier noch was? Nee, ich glaube, das war's hier soweit. Fenster habe ich ja schon. Hier könnte man auch noch Milchkannen fotografieren. Becher. Eisenbahn. So. Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ah. Funktioniert doch. Ich dachte schon, wäre kaputt. Oh, sehr klasse. Mein Ton funktioniert sogar. Ich bin ja begeistert. Ich habe nämlich gerade einen Error auf meinem Twitch-Channel stehen gehabt und dachte, ach du Scheiße, Aufnahme im Arsch. Aber es funktioniert. Alles gut. Und ich habe gehört, mein Ton ist jetzt besser. Yes! So. Ja, aber so wie es aussieht, sind das erstmal so die einzigen Fotos, die wir im Moment machen können. Kurz mal abspeichern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt mit Fotografieren verschleudert haben. Knapp eine halbe Stunde, würde ich sagen. Ja, kommt in etwa hin. So, bauen. Erfindung. Jetzt gehen wir hier in unser Erfindungsnotizbuch. Und alles, was wir jetzt fotografiert haben, ist hier aufgelistet, alphabetisch sortiert. Und ganz unten, also quasi unter Zugbrücke, würden dann noch die Knüller separat sortiert werden. So, wie war das? Ich glaube, Gürtel müsste als erstes kommen. Dann Milchkanne und Rohr. Was? Milchkanne und R kommt weiter unten. Weiter oben.
Score. Drei Erfindungen ergeben. Ba-ba. Yeah, it works! Erfunden Akku. So, um das bauen zu können, brauchen wir noch 9 Metallstücke und ein Kupferklumpen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und ein Kupferklumpen. Bevor ich das jetzt aber baue, spreche ich noch mit Cedric, weil wir kriegen von ihm das Geld für die Materialien. Und wenn ich das jetzt bauen würde, dann würde ich sozusagen das Geld verschenken, glaube ich. Lalelu, wir bauen uns einen Akku noch dazu. Well, hot diggity. Ah, fix doch mal, du hast es geschafft, Max. Guter Junge. Next, I'll tell you how to take the finished invention card. Jetzt zeige ich dir, wie du die Erfindung zur fertigen Erfindung machst. In order to make it, you're gonna need some materials. Du brauchst dazu einige Materialien. The materials you'll need to make the zum Bau des Akkus brauchst du 20 scraps of metal, eine Tierhaut und 2 Kupferbrocken. Und jetzt nichts wie los. You can get all the materials you need at the du kriegst alle Materialien im Gegenstandsladen auf der anderen Straßenseite. Beeil dich. Here, take this. It should Hier, be enough. Nimm das. Das sollte reichen. 400 Gilder bekommen. Yay. Jetzt bauen wir das, weil wir haben ja schon eingekauft. I've done it, Cedric. Ich hab's geschafft, Cedric. Oh boy, I knew you had it. Mann, ich wusste, dass du es schaffst. So, you think you understand the invention process now? Verstehst du jetzt, wie meine Erfindung funktioniert? Yes. Ja. From now on, you gotta use your own Von jetzt an musst du selbst nachdenken, deine eigenen Bausteine finden und deine eigenen Sachen bauen. Verstanden? In dieser Stadt gibt es noch einige Bausteine und auf deiner Reise wirst du bestimmt noch viele neue Dinge entdecken. Keep your eyes open, you hear? Halt also schön die Augen auf. I will. I'm really gonna pull out all the stops next time. Mach ich. Nächstes Mal leg ich mich so richtig ins Zeug. That's the spirit, Sonny. Now then, recht so, Junge, aber jetzt bauen wir Steven fertig. Okay. Now Steve can handle longer battles. So, jetzt It's kann Steven him, länger son. Kämpfen. Überstehen. Probieren wir es doch aus, Junge. Du benutzt den Report, indem du ihn im Menü unter Charakter wählst. Oder drückst einfach R3 rein. Max, when you think you're ready, just Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Yay. Wir sind fertig. Sowas von. You all set? Bist du bereit? Yep. Okay, let's go! Okay, also los. All right. Time to saddle up and head out. This door leads to the underground waterway. You'll be heading out on your own, diese Tür führt zum unterirdischen Kanal. I'm gonna see if I can't du bist get jetzt auf dich gestellt, Junge. Mal sehen, ob ich was von Need erfahre. Loud and clear. Klar und deutlich. Keep your guard up. Pass gut auf. Leave it to me. Überlass mir. Also, wo?
Huh? Right there! Oh, genau da. I bet you were thrilled! Too bad! Tear them to pieces, my little Linda! So, aber bevor wir mit dem Report gegen Linda kämpfen, müssen wir noch genau das fotografieren. Okay, ich hab's geschafft. So. Hier ist besagtes Foto. Unser erster Knüller. Nimm das! Oh, you little brat! The outside world. Right then, my heart was filled with expectation, wondering what kind of places I would find. I had no idea that the incredible adventure I was about to begin was beyond anything that I could have imagined. Den Report können wir immer verbessern, indem wir Erfahrungspunkte sammeln, die wir aufsammeln mit ihm. Und anschließend dann bei Cedric gegen Upgrades und Kernverbesserungen eintauschen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ah, da ist Eingang, dann müsste das hier der Ausgang sein. Zur nächsten Ebene. So was Schönes, so Videosequenz. Cedric! All right, Mead. What exactly are you hiding from me? Tell me everything you know. I see. So you realize too, have you? Damn. But sometimes it's better not to know. Why are you hiding things from me? I thought we were friends, Mead. What's going on? Spit it out, will ya? Okay, okay. I can't go on hiding it anymore. I'll tell you everything. I'll tell you what's going on here in this town, in this world. Mm-hmm.
Ich werde aber, denke ich, nur bis hier hin spielen, also bis zum Ausgang. Zeitlimit, Monster töten, 2 Minuten 45. Ah, besiege Gegner nur mit dem Report. Ah, das ist am Anfang noch gar nicht so einfach, weil man halt begrenzte Akkukapazität hat von, weiß ich, 30 oder so. Und das nimmt ja auch ab, wenn der Treffer einsteckt. Feuerkristall. Oh, den kann ich aber nur mit dem Report, weil Max im Moment noch nicht in der Lage ist, so einen schweren Gegner zu killen. So. Ich mal das Gelbe. Reparaturpulver. Aber der Schlüssel wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Damit kann man verschlossene Kisten öffnen. Karte. Nice. Und Schussreparaturpulver. Nicer. Nicer Wasser. So. Ah, Schiete. So, jetzt muss ich aber mal Schussreparaturpulver verwenden. Hab ja Gott sei Dank ein paar Portionchen gesammelt. Die ist ja nicht so gerade billig, ne? Tanz mir den Limbo. Ah, ich würde schon noch klassisch Gewehr ein bisschen verbessern. Gar nicht so einfach. So, was haben wir hier? Reparaturpulver. Damit können wir mich auch Stevens Waffen. Mann, du Sack, komm runter! Flixt. Ich muss mal eben Brot mimmeln. Gerade noch geschafft. Ach, jetzt bin ich runtergehüpft, ich Idiot. Warte mal. Nehmen wir hier hoch. Da oben steht ja noch eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Da. Und die Dinger. Die sind ja fast dasselbe wie Kisten. Da siehst du, was drinne. Brot. Und Reparaturpulver. Yay. Kristall! Jo. Wo haben wir was? Da.
Okay, dann muss ich mal wieder raus. Dann will ich zurücklatschen. Wie schaut's denn aus? Nee, die Waffe ist noch nicht so weit. Hätte ja sein können, ne? So, hier haben wir schon abgestaubt. Oh, das ist noch so ein Teil. So, jetzt sammeln wir hier noch ein paar Punkte mit dem Report ein. Das erste Upgrade wird irgendwie auch nicht gerade billig. Oh, und da haben wir schon die erste Mine. Gut, dass ich angefangen habe, von hinten aufzumachen. So, damit mein Report wieder rauszukommen. Jo. Go! Stirb! So, ich krabbel mal mit Steve alles ab, damit er auch ein paar XP bekommt. Hast du mich gerade mit einem Messer geworfen, du Sack? Das ist eine Ratte gewesen, ne? So, da hinten sehe ich eine Kiste. Die greife ich natürlich wieder von hinten an. Ja, war auch richtig. Schussreparaturpulver. So. Sehr gut. Ach, mindestens eine Mime haben wir noch vor uns, weil... Wir sehen, alle roten Punkte sind weg. Das heißt, in den Kisten müssen sich jetzt Feinde verbergen. Also nicht in beiden. Kann auch bloß eine sein oder auch beide. Das ist so zufallsbedingt. So, ich nehme mal hier so eine Kiste. Da steckt ja auch immer schönes Zeug drin. Und die war es zum Beispiel nicht. Hier haben wir nämlich noch Metallstücke. Also ist die andere Kiste die Mime. Von hinten. Und jetzt raucht mein Schraubenschlüssel. Alright, that takes care of you guys. Jo. Schön die XP eingesammelt. Weihwasser war schon dabei, sehr schön. Mit Weihwasser kann man gut Skelette töten. Allerdings kann man nur maximal 20 Stück tragen. So, there it is. That's what this is all about. You expect me to believe all that? So just what do you plan on doing, huh? Well, there's nothing that I can do. You ignoramus! What's wrong with you? You're supposed to be the mayor of this town. You're right, I'm useless as mayor. Come on, Need, what happened? You didn't used to be like this. Gosh darn it, Need, I just can't believe you. That's it, Need. Just start the Blackstone Railroad again. Blackstone Railroad?
The reason you shut down the Blackstone Railroad was so that no one could leave and see the outside world, right? Well, that's not necessary anymore. Now we need to leave this town and see the outside world. If we do, then we just might find a way around this. Hmm. Come on. Right, let's reopen the railroad. Sehr gute Einstellung. Everything set? All set, Cedric. It's a go! Great to be back, isn't it, sir? Yeah, 20% more coal today. Roger that. All righty, Blackstone 1, here we go. I didn't have the guts. I'm counting on you, Cedric. Ja, das läuft ja super. Nette, unheimliche Truhe. Sparsam sein, weil ich habe keine Energie für Steven dabei. Da das Level schon so mysteriös heißt, sollte man die Truhen auf jeden Fall von hinten angehen. Es kann auch mal vorkommen, dass die jetzt drin sind und Truhen sie dort eben. Kann hochgestuft werden zum Trompetengewehr. 15 Angriff, 14 haltbar. Jetzt hat es 16 Angriff und 14 haltbar und 13 Tornado. So, was brauche ich als nächstes zum Upgraden? Tornado und Exorzismus und Angriff.
Tornado, Exorzismus. Habe ich 4 dabei. Da packen wir doch gleich mal die 4 rein. So. Und dann packen wir noch die 3 Tornado, die wir haben, rein. Noch Exorzismus. So, einmal kurz sortieren. Hochstufen zerschlagen. Zerschlagen nur eine Kugel. Erstes Game Over. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann erstmal die Aufnahmesession. Wir machen dann in der nächsten Aufnahmesession einen Neuanlauf. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir dann kommen. Oh, das war der falsche Knopf. Bis zum nächsten Mal.